die Saat der Versammlungen. Sie platzierte eine kleine Karte auf den Tisch, der sich in der Mitte ihres Wohnzimmers befindet, und schrieb darauf: Ein Teil der Ayah aus dem Edlen Koran, Sura 49, Ayah 12, nach der deutschen ungefähren Übersetzung, und führt nicht üble Nachrede übereinander. Immer wenn sich Frauen in ihrem Haus treffen und anfangen, über andere Leute zu reden, zeigt sie auf die Karte, um sie zu erinnern. Kurz danach waren diese Treffen frei von übler Nachrede. Ein anderes Beispiel: Ihre Rede ist lieblich wie die Morgenbrise. Wann auch immer Frauen damit beginnen, über Mode und Kleidung zu reden, spricht sie mit ihnen über ihre Schule und erteilt ihnen sanfte Ratschläge, um sie an Allah und das jenseitige Leben zu erinnern. Eine andere: Sie traf einige Frauen. Als eine von ihnen anfing, sie zu beschimpfen, antwortete sie dieser unverschämten Frau nicht und sagte sich: Warum sollte ich nicht von denjenigen sein, welche Allah beschreibt im Koran, 3. Sura 134, und die ihren Zorn zurückhaltenden? Auch bei einem anderen Treffen behandelte dieselbe Frau sie schlecht und wieder antwortete sie ihr nicht. Monate später kam diese Frau zu ihr, um sich für ihr Benehmen zu entschuldigen, und bat sie, ihr zu vergeben. Ein anderes Beispiel: Frauen, die sich der Dawa widmen, werden oft Angriffsziel für Verleumdungen, und ihre Bemühungen werden verachtet von denjenigen, die sich nicht daran beteiligen. Es ist leicht für sie, andere zu kritisieren, während sie selber schlafen. Folglich begehen sie zwei Sünden zur gleichen Zeit: das Unterlassen der Dawa und das Verleumden rechtschaffener Frauen, die zu Allah rufen. Nur wenige Frauen beratschlagen sich aufrichtig mit denen, die zu Allah rufen, um deren Fehler zu korrigieren. Diese Art von Frauen ist es, die wahrhaftig ist und deren Rat förderlich ist. Eine andere: Unsere Gesellschaften sind so offen gegenüber anderen Kulturen geworden, dass einige Gelehrte Fatwas, religiöse Ansichten, die auf dem Koran und Sunna basieren, über das Nachahmen fremder Traditionen abgegeben haben, wie beispielsweise das Tragen von Hosen anstelle von Hijab. Die Schwester kopiert diese Fatwa und verteilt sie, wann immer sie auf andere Frauen trifft.